Hallo, hallo, hallo and welcome back to Pokémon! Wir sind hier in der Arena von Orion City. Und what is this? Moment, ja, wir haben ja dieses coole Feuer-Pokémon bekommen. Commander Krieger haben wir es getauft. Ja, Level 10. Ja, das geht schon. Ich denke mal, das wird die Arena machen, weil es sind ja Pflanzen-Pokémon. Und das ist Feuerwasserpflanze. Ich denke mal, weil in der Arena Pflanzen-Pokémon sind, müssen wir hier drauf. Ne? Feuer, weil Pflanzen-Pokémon schädlich gegen Feuer sind. Auch nicht. Na gut, dann aufs Wasser. Bling, bling. Rums, rums, rums. Gut. Aha, ein Kampf. Willkommen in der Arena von Orion City. Hier bist du mit den Grundlagen des Pokémon-Kampfes verköstigt. Unser erster Kampf in einer Arena. Eine Herausforderung von Servierer Gianluca. Yoggleff wird von Servierer Gianluca in den Kampf geschickt. Ist aber kein Pflanzen-Pokémon. Level 11! Aha, ja, ja. Das sollte kein Problem sein. Einäschern. Ich mach mal einen Schlecker. Keine Wirkung! Oh mein Gott. Okay. Lalalala. Verteidigung von CK sinkt. Gut. Dann machen wir mal Einäschern. Macht das Damage? Ja, das macht Damage. Zwar nicht viel. Oh, noch ein Silberblick. Langsam wird's kritisch, wenn da jetzt dann angreift. Darum machen wir einen Kratzer. Wir kratzen ihn ein bisschen. Ach, macht das viel Damage. Und jetzt kommt Tackle. Oh, Gott. Ja. Ich denke, wir wechseln mal das Pokémon. Und nehmen Otaro, das noch keinen Spitznamen hat. Das müssen wir ändern, sobald das geht. Das taufen wir dann Akuyaku, so wie ich. Erstes Pokémon muss wie ich heißen. Lalalala. Verteidigung sinkt. Dann machen wir eine Aquaknarre. Oh, ein Volltreffer. Alter, leck mich doch. Alter, leck mich doch. Oh. Komm, Trank. Zack. Ja, die HP werden nicht mal voll. Och, mein Gott. Noch ein Volltreffer und ich bin weg. Oh. Nee, nicht nochmal Beutel her. Komm, Aquaknarre. Och, oh nein. Ja, das war's mit Otaro. Alter. Ach, Gott. Na gut, Quantum muss das jetzt erledigen mit einem Biss. Gut, das war's. Zack und tschüss. Jawohl, Quantum erreicht Level 12. Rechte Hand zu erlernen, aber ja, was ist denn? Was kann das? Was kann das? Anwender steigert die Kraft eines Angriffes eines Freundes. Nein. Nicht erlernen. So, ich muss kurz bei meinem Näschen ziehen. So, hat kurz was verstopft. So, gut, wir gehen gleich mal ins Pokémon Center. Und heilen doch schleunigst unsere Pokémon, die mächtig was abbekommen haben. Guten Tag. Guten Tag. Alles fit im Schritt, Lady. Thanks. Tschüss. So. Hallo, du mit deinem hübschen Lächeln. Ich möchte Tränke. Ja. Nee, 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 nee. Trank. Nee, 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 nee. Ich möchte 6 Stück. Ja. Dankeschön. Dankeschön.
Gut. Und tschüss. 10 Stück sollten reichen für den Anfang. Und raus. So, dann stellen wir uns wieder dem nächsten Kämpfer in der Arena. Das ist ein Wasserzeichen. Müssen wir dann aufs Wasser? Etwas, das effektiv gegen Wasser ist? Pflanze? Ja. In der Tat, in der Tat. Hallo, Lady. Oder hier ist. Keine Ahnung. Ich check das nicht. Vielleicht ist es. Na gut, das ist wenigstens kein schweres Rätsel. Oh, die hat zwei. Nagelotz. Nagelotz. Yeah, Level 10. Ja, das könnte möglich sein für CK. Wir probieren es wieder mal mit einem Schlecker. Vielleicht geht's ja. Es hat keine Wirkung. Funktioniert das nicht gegen Normalmonster, so wie es aussieht? Dann machen wir Einäschern. Badabum. Ja, das macht nicht viel Damage, leider. Ah, der macht immer 10 Damage. Ich verstehe. Machst du wenig Damage, CK? Gut, wir wechseln wieder das Pokémon und nehmen Otaro. Los, Otaro, du schaffst es! Deine Mutter! Aquaknarre! Bäm, in die Fresse! Ach du Heiliger! Komm grad noch und jetzt mach ihn platt da! Jawollo! Felilu! Wir kämpfen weiter mit Otaro und hoffen, dass Otaro schneller ist als Felilu, was ich schwer bedenke. Ja, Heuler. Gut, immerhin macht sie uns noch kein Damage. Zack. Gleich noch eine Aquaknarre. Zuschuss. Ah, was kommt jetzt? Tackle. Ja, gut, ich denke, jetzt ist es ist ein Trank fällig. Oh! Ja. Wir nehmen mal einen Trank. Hopp. Balalam. So, jetzt soll es wieder besser sein. Kratzer, nicht viel. Ja, macht wenig Damage. Nee, nicht, Beutel. Kämpfen wollen wir. Tackle! Ja, da bringt da ja eh nichts mehr. Du bist ja sowieso K.O. Und ich habe sowieso ein Level Up. Oh yeah, Buddy. Blalalam. Spieler besiegt Serviererin Dorota. Hast du den Kampf gegen mich genossen? Ah. Ich habe vergessen, ihren Text am Anfang zu lesen. Egal, wir gehen wieder ins Pokémon Center, da ich nicht unnötige Tränke verbrauchen will, wenn das Pokémon Center sowieso nebenan ist. Ja, nimm einfach meine Pokémon, halte und halte Klappe, okay? Wenn wir jetzt zum Arena-Leiter kommen, muss ich nochmal kurz meine Pokémon trainieren gehen, damit jedes Level 13 ist, mindestens. Vor allem CK muss ich trainieren, weil der ja nicht viel HP hat. Und Damage machen muss. Ich gehe jetzt mal auf Feuer, weil es effektiv gegen Pflanzen ist. Ja. Ja, das ist der Arenaleiter. Oh nein. Willkommen in der Pokémon Arena von Orion City. Ach, zwei. Ich bin der feurige Mike, der die mit seinen Feuer-Pokémon einheizt. Oh mein Gott. Wasser ist mein Element. Colin, dein Name. Sehr erfreut. Und ich bin Benny, mein Hashtag für Pflanzen-Pokémon. Also, du fragst dich bestimmt, was der Auftritt zu dritt soll. Lass mich das erklären. Je nachdem, welches Pokémon unser Gegner am Anfang gewählt hat, entscheiden wir abhängig vom Typ, wer von uns dreien antritt. Ja, so ist das. Und dein erstes Pokémon war offensichtlich vom Typ Wasser. Damit stelle ich Benny als sein Gegner fest. Auf die Pflanzen, fertig, los. Und jetzt klingelt mein Telefon. Ich werf das mal aufs Bett. So. Komm, wir wagen mal den Versuch. Mann, wir haben nichts zu verlieren. Es ist ja keine Nuzlocke-Challenge, nix.
Also, Benny. Hast du dich getäuscht? I haven't got a water Pokémon. Dude. Ah ja. Das ist doch kein Pflanzen-Pokémon, Freundchen. Level 12. Es könnte knapp werden, aber ich mach mal Einäschern. Wir sind schneller, das ist schon mal gut. Mach da... Kraftschub. Oh, dammit. Angriff von Yorklef steigt. Spezialangriff von Yorklef steigt. Ah, mein Pokémon. Ja. Ich mach mal einen Silberblick. Vielleicht nützt es ja was. Nochmal, Kraftschub. Alter, du willst mich doch verkackreiern. Alter. Alter. Das ist nicht gut. Komm, Volltreffer. Volltreffer. Kratz ihn zu Tode. Ach mal. Noch, oh na, noch ein Kraftschub. Alter, du willst mich doch verpuffeln, ey. Ah. Wie viel mal willst du das noch machen, Freundchen? Ah. Noch einer. Yippie-yay. Yippie-yay. Oh mein Gott, er one-hittet jedes einzelne Pokémon von mir. Komm, mach ihn fertig. Oh, noch ein Kraft. Hey, was soll das? Bist du blöd? Ich mach dich ja jetzt fertig. Also es sollte eigentlich reichen. Ein Trank. Ein Trank. Du bist doch blöd. Zack, bumm, Trash. Ach, bekommst du viel Damage. Dafür kann ich gleich nochmal einen angreifen. Bam. Bis und tschüssi, Kay. Was habe ich gesagt? Er one-hittet uns. Ich nehme jetzt Otaro. CK macht fast kein Damage, obwohl dem seine HP, seine Verteidigung gesenkt wurde. Noch ein Kraftschub. Ja, warum nicht? Da kannst du den auch gleich one-hitten. Oh no! Komm jetzt mit einem Tackle. Oh nein, oh nein. Oh! Oh! Alles klar. Ich habe zwar kein Feuer-Pokémon mehr. Was ungünstig ist. Oh, Energiefokus. Oh. Natürlich wollen wir das erlernen. Nassmacher. Tschüss. Brauchen wir nicht. Vergessen. Nassmacher ist blöd. Ist meiner Meinung nach dumm. Otaro erlernt Energiefokus. Vegimac. Oder Vegimac. Ja, wir wechseln doch mal. Gut gemacht, Otaro. Komm zurück. Los, Quantum. Vegimac. Pflanze, Vegimac. Na, nun habe ich etwa nur noch ein Pokémon übrig? Ja, ne? Sieht so aus. Wir machen mal einen Biss. Kraft. Ja, jetzt kommst du wieder mit so einem behinderten Kraftschub. Kannst mich doch mal. Das ist nicht so effektiv. Och nee, was, warum mache ich jetzt Silberblick? Bam! Ich mache jetzt einfach die ganze Zeit einen Biss. Da ich hoffe, dass er zurückschreckt. Obwohl ich glaube, wenn ich als zweites angreife, schreckt er gar nicht zurück. Das ist doof. Gut, der Biss macht jetzt wenigstens ein bisschen mehr Damage. Schrankenhieb, nicht nochmal. Ei! Ei! Oh mein Gott! Quantum, das war geil! Das war verdammt geil, Quantum! Oh mein Gott! Spieler wie sie M. War es das etwa schon? Oh yeah, buddy! Yeah, yeah, yeah. Ich bin sprachlos. Du bist ja echt total stark. Mike und Colin hätten gegen dich auch kein Land gesehen. Unser erster Orden. Yeah. Zack. Es sieht zwar hässlich aus, aber... Akuyaku erhält von Benny den Triorden.
So, die Arena-Orden sind ein Zeugnis für die Stärke des Trainers. Besitzt du einen Orden, befolgen auch im Tausch erhaltene Pokémon bis Level 20 deine Befehle. Und das hier ist ebenfalls für dich. Das Item TM83 Kraftschub. Alles klar. In dieser TM83 befindet sich Kraftschub. Setzt du Kraftschub ein, werden dein Angriff und dein Spezialangriff stärker. Technischer Maschinen kannst du übrigens beliebig oft einsetzen. Ja, wir bleiben mal hier oben stehen. Und ich würde sagen, wir sehen uns morgen wieder. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Adios, amigos.